Du sitzt gerade zu Hause und schreibst einen Businessplan, weil du willst oder musst und kommst nicht genau weiter. Nun, da bist du heute hier richtig zum Thema Businessplan, Ratgeber und Tutorial. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group Instituts für Gründung, für Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Nun, und jedes Jahr schreiben wir gemeinsam mit unseren Klienten 200 bis 300 genau solcher Pläne. Und da wir das schon über 15 Jahre machen, können wir dir gut dabei helfen, die richtigen Schritte zu tun, die richtigen Ratgeber an die Seite zu stellen und auch zu wissen, wo es Geld hergibt. Nun, was ist nur die erste Frage überhaupt? Was ist überhaupt ein Businessplan? Es gibt da draußen Unternehmer, die sagen, Businessplan brauchst du nicht oder mach ein Canvas oder schreib viel, schreib wenig. Das Wissen ist da ubiquitär, weit verbreitet, aber niemand weiß es so genau, außer die, die schon Erfolg hatten. Und da wir mehrere hundert Pläne schon auch für die Banken geschrieben haben, Investoren und Fördermittelinstitute, wissen wir ganz genau, was reingehört und was glücklicherweise alles nicht reingehört. Das heißt, die erste wichtigste Frage ist überhaupt, was ist das überhaupt? Und hier sind die Antworten relativ simpel. Im Groben und Ganzen bestehen alle Businesspläne, alle Fördermittelanträge, alle Geschäftskonzepte, das ist irgendwie alles ein Synonymhaufen für das gleiche Wort, immer aus drei Teilen. Es gibt in der Regel einen Finanzplan, wo alle Kosten, alle Ausgaben, alle Umsätze, alle Kapitaldienste, alle Kapitalbedarfe, alles drin ist. Und die Frage ist nur, geht der über 36 Monate oder über 3, 4, 5 Jahre? Das sind Tabellen, wo alle Kosten und Geldläufe und Liquiditätsplanung abgebildet sind. Das ist in der Regel mal das Gleiche. Da kommst du auch nicht drum herum, egal ob du zu Investoren gehst, zu einem Vermieter gehst, zu Banken gehst, zum Jobcenter gehst oder zur Agentur für Arbeit. Das Zweite, wo du auch nicht drum herum kommst, das sind die Lyrics, also der lyrische Teil, der Textteil. Denn die Zahlen an sich, die versteht kaum einer, außer der, der die Tabellen gemacht hat. Es ist also ein Kommentar erforderlich, ein Textteil, und der geht in der Regel über 20 bis 30 Seiten. Bitte nicht mehr, weil der Banker, der Investor hat nicht Lust, Romane zu lesen, und dein Antrag ist nicht der einzige, der bei dem auf dem Tisch liegt. Nun, und im lyrischen Teil, ich habe dafür ein extra Video hier gemacht, da geht es darum, alles zu beschreiben, wer du bist, wer dein Team ist, wer der Kunde ist, wer der Markt ist, wer der Mitbewerber sind, was der Produkt ist, wie die Preise sind, wie du im Markt reinkommen willst, wie du deine Zahlen, die du hier postuliert hast, deine Umsatzzahlen auch erreichen willst, welche Risiken du hast, welche Vorbereitungen, wie viele Fallschirme du dabei hast, wie dein Ablaufplan ist. Nun, und das alles zusammengefasst in einer kleinen Zusammenfassung, die meistens als einziges vollständig gelesen wird. Das ist der zweite Teil. Nun, der dritte Teil. Das sind die sogenannten Anhänge, Attachment. Also all das, was deine Aussagen im Textteil, was deine Aussagen im Zahlenteil beweist. Denn eine Tischplatte steht auf Tischbein. Sie schwebt nicht einfach so durch den Raum. Und deine Aussagen, die du triffst, deine Hypothesen, deine Annahmen, deine Umsatzzahlen, die schweben auch nicht einfach so im Raum. Dann sind sie unglaubwürdig, sondern du bist eingeladen zu beweisen mit Branchenbriefen, mit Branchenkennzahlen, mit Interessentenlisten, mit Umfragen, die du gemacht hast, mit Erfahrungen, die du in deiner Berufswelt gesammelt hast, mit vielleicht Abschlüssen, Bilanzen, BWAs von anderen Unternehmen, in denen du gearbeitet hast oder wo du Zugriff und Erlaubnis hast, die zu verwenden. Du beweist also hier im Anhang, dass du top bist, dass dein Team alles drauf hat, mit Lebensläufen, mit Zeugnis, mit Qualifikation. Du beweist, dass du dich vorbereitet hast, dass alle Verträge als Entwurf drin sind. Und du sagst auch, dass die Kosten, die du hast, die Investments, dass die auch betriebsnotwendig sind, und beweist das mit Kostenvoranschlägen, wie viel Geld du brauchst. Das heißt also, die ganzen Anhänge und Anträge, das ist sozusagen das, was hier reinkommt und dann schließlich dann auch dem Verwendungszweck durch die Anträge zugeführt wird. Zusammengefasst können der dritte Teil, das können sein so zwischen 20 bis 200 Seiten. Du siehst also schon, hier macht es Sinn, sich Gedanken zu machen, was genau dein Businessplan ist und dass du vorher auch schon weißt, wem musst du das dann einreichen. Der Businessplan vom Umfang der Struktur, der richtet sich dann, wenn du dir Gedanken gemacht hast, für wen ist das? Denn jedes Förderprogramm oder jeder Banker oder jeder Vermieter oder Arbeiter im Jobcenter, die haben unterschiedliche Richtlinien. Was meine ich damit?
Ich habe mehrere Ausbildungen gemacht zum Fachberater für Fördermittel. Und das, was ich gelernt habe, ist, in diesen 13.000 Förderprogrammen nachzuschauen, was die einzelnen Förderprogrammrichtlinien sich wünschen. Vom Zahlenteil, vom lyrischen Teil und natürlich auch von den Anhängen. Und das ist jedes Mal anders. Ich gebe dir nur ein kleines Beispiel. Wenn du ein Darlehen brauchst unter 25.000 Euro, zum Beispiel hier in Berlin oder in deinem Bundesland, da kann es sein, dass du gar keinen vollständigen Businessplan-Text brauchst. Du brauchst vielleicht dann nur den Finanzplan und du brauchst ein Formular von der Bank, wo du in einem PDF dynamisch alles eingibst und du hast eine riesige Liste von Anhängen. Wenn du allerdings zur KfW gehst und das KfW-Startgeld haben willst, nun, dann brauchst du diesen Finanzplan und du brauchst 20 bis 30 Seiten Text, aber als Kreditantrag. Und du hast eine ganz genaue Definition von Anhängen und du hast auch eine Definition davon, welche Investitionen du schon gemacht haben darfst und welche nicht. Ob du einen Mietvertrag unterschrieben haben darfst oder nicht. Das alles steht immer in den Richtlinien drin. Das ist also das Zweite, was du genau wissen willst. Kommen wir nun zum dritten Teil, das, was du brauchst. Und da ist die gute Nachricht, du bist nicht der Erste, der einen Businessplan schreibt, einen Fördermittelantrag stellt oder zu einem Vermieter oder zu einem Investor geht. Die dritte Hilfe, die du nutzen kannst, das sind sogenannte Vorlagen, auch üblicherweise genannt Templates. Wir zum Beispiel in dem Institut X-Group, wir haben für jeden Adressaten, für Agentur für Arbeit, für Jobcenter, für Investoren, für die einzelnen Banken und spezielle Förderprogramme, haben wir separate Templates. Und da will ich dir Mut machen, Zeit zu sparen und diese richtigen Templates dir auch zu beschaffen und zu benutzen. Aber Achtung, hier ist es wichtig, dass es da auch eine ganze Menge von unseriösen Anbietern gibt, die dir entweder Muster-Businesspläne verkaufen. Die sind so allgemein, dass du dich in Gesamtdeutschland damit selbstständig machen kannst, aber die haben in der Regel nichts mit deiner Person zu tun. Die haben in der Regel nichts mit deinem Standort und den Mitbewerbern regional zu tun. Und auch die Aussagen zur Rechtsform und zur Risikoanalyse, die sind so allgemein, dass der Banker, der Businessplan-Mitarbeiter liest, dass das eine standardisierte Vorlage ist, die mit dir nicht wirklich was zu tun hat und lehnt ab. Und das willst du nicht. Eine zweite Warnung, die ich aussprechen will, sind diese sogenannten Portale, wo du per Klick dich durchklickst und dann 70 Module zusammengesetzt werden und dann kommt unten raus dein persönlicher Businessplan. Nun, diese Portale haben meistens andere Interessen, als dir dabei zu helfen, deine Anträge zu bekommen und bewilligt zu bekommen bei der Bank, bei der Agentur für Arbeit, beim Jobcenter. Diese Portale haben meistens das Interesse, deine Daten zu bekommen. Denn wenn du fertig bist mit diesem Modul, Sammelsurium und unten irgendeine PDF erzeugt wird aus fertigen Bausteinen, die in der Regel nichts mit dir zu tun haben, dann wird diese Datei erst freigeschaltet, wenn du alle deine Daten eingetragen hast. Und mit diesen Daten wirst du dann kontaktiert von Agenturen für Marketing, Versicherungsberater, Unternehmensberater, Finanzierungsberater. All diese Menschen rufen dich dann an, um dir was zu verkaufen, nämlich ihre Dienstleistung. Also auch diese Templates sind nicht individuell genug. Sie spiegeln nicht das wider, was dein Standort, deine Idee, deine Persönlichkeit, deine Produkte, deine Preise, deine Alleinstellungsmerkmale alle hergeben müssen, damit der Banker sagt, das ist was Neues, das ist was Besonderes, das hat Chancen, am Markt erfolgreich zu werden, bewilligt. Von daher also, suche dir Templates, und das ist der Kernbegriff, den ich dir oder das Kennzeichen, was ich hier mitgeben will, die zwei Kriterien haben. Das erste ist, dass du beweisen kannst, dass die schon erfolgreich verwendet wurden. Dass also mit diesen Templates die Antragsteller, der Berater, mit dem du vielleicht zusammenarbeitest oder das Unternehmen, dass andere damit schon erfolgreiche Programme bewilligt bekommen haben. Das ist das erste wichtige Kennzeichen. Das zweite wichtige Kennzeichen ist, und das ist noch wichtiger für deinen langfristigen Erfolg, dass diese variabel sind. Das bedeutet, dass du die anpassen kannst, dass du vielleicht Word-Dateien hast, wo du rein und rausschreiben kannst, oder dass du Excel-Tabellen hast und keine standardisierten oder geschützten Dateien hast, wo du nichts verändern kannst. Du brauchst Templates, wo du alles so anpassen kannst, dass schließlich dein Konzept hinten rauskommt, was kein anderer hat. Dein individuelles Konzept. Das ist der dritte Punkt. Kommen wir nun zum vierten Punkt. Und der vierte Punkt ist auch wichtig, dass du hier dir vielleicht Rat holst, um Geld zu sparen. Wir Unternehmensberater und Coaches sagen ganz gerne, die teuerste Information
Das ist immer die, die du jetzt gerade nicht hast. Und wenn du die Richtlinien nicht kennst, die Vorlagen nicht kennst oder die Auflagen der Förderprogramme und die Strukturierung nicht kennst, nun, dann wirst du viel Zeit und Geld verlieren. Du wirst einen tollen Standort verlieren, den du dir jetzt vielleicht gerade ausgesucht hast oder nächste Woche findest. Deshalb der vierte wichtige Punkt ist, dass du dir Unterstützer suchst, dass du dir Berater suchst, die dich dabei unterstützen, die dir vielleicht die Templates liefern und vielleicht im kooperativen Stil. Und das ist ganz wichtig, dass du dir keinen Berater suchst, der alles für dich fertig schreibt oder der aus seiner Schublade ein fertiges Dokument sucht, deinen Namen eingibt und dir das für 3000 Euro verkauft. Das sollte nicht passieren. Suche dir einen Berater, der dich erfolgreich begleitet. Und ich gebe dir ein paar Hilfen, worauf du achten solltest bei der Auswahl des Beraters. Das Erste ist, lass dir vom Berater zeigen, dass er diese Förderanträge schon gestellt hat und dass die erfolgreich bewilligt worden sind und dass er Templates hat, mit denen du weiterarbeiten kannst. Das ist das Erste. Das heißt also Beweise, Reputation, Referenzen. Überall gerne gesehen. Du möchtest auch nicht zum Friseur, wo du der Erste bist, der den Haarschnitt bekommt. Das Zweite, worauf du achten solltest, ist, dass der Berater vielleicht selber auch Unternehmer ist. Dass er selbst nicht nur Businesspläne schreibt für andere, sondern dass er weiß in seiner Welt, was gehört alles dazu, ein Unternehmen aufzubauen? Was bedeutet es, ein Alleinstellungsmerkmal wirklich zu entwickeln und am Markt zu implementieren? Was bedeutet es, eine Struktur, ein Organigramm mit Mitarbeitern aufzubauen? Was bedeutet es, die steuerlichen Anmeldungen zu machen, die entsprechenden Jahresabschlüsse, Erklärungen, die Wahl der Rechtsform? Der sollte das nicht gelesen haben oder studieren haben in irgendeiner Universität, sondern am besten selbst durchlaufen haben. Hier ist also wichtig, dass du jemand hast, der sogenannte Feldkompetenz hat, der also das durchlaufen hat, was du vor dir hast. Nun, und ein wichtiges weiteres Kriterium ist auch, wenn du Berater suchen willst, die das erfolgreich abbilden, die haben in der Regel ein Büro und haben Mitarbeiter. Warum sage ich dir? Es gibt viele gescheiterte Existenzen oder Führungskräfte, die sagen, so, ich habe jetzt mal BWL studiert, jetzt habe ich ein bisschen als Führungskraft gearbeitet, vielleicht sogar als Geschäftsführer, ist auch nur ein Angestellter und jetzt mache ich mich selbstständig als Berater. Die haben von den 24 Themen, die einem Unternehmer im Alltag begegnen, haben die gar keine Ahnung. Haben vielleicht mal von gehört. Und wenn die dich dann begleiten, ein Konzept abzubilden, und das liest der Investor, dass da die Hälfte fehlt oder dass das einfach nur lehrbuchartig zusammengeschrieben ist, nun, dann wird es auch abgelehnt. Such dir also hier einen Berater, der so erfolgreich ist, dass er ein eigenes Büro hat, denn da muss er mehr verdienen als nur seine eigenen Lebenshaltungskosten und der Mitarbeiter hat, wo also schon die Kunden nachfragen, wo vielleicht mehr Kunden sind, als er selbst abarbeiten kann. Und wenn du so einen Menschen hast, nun, dann mach mit ihm einen Termin und einen Zeitplan und arbeite über 1, 2, 3 Monate an deinem Konzept. Und wichtig ist kooperativ, denn schließlich sitzt du bei der Bank und die Bank fragt dich, was drin steht, wo das steht und was sie sich bei dieser Hochlaufphase im 5. Quartal im 2. Geschäftsjahr gedacht haben, weshalb die saisonalen Schwankungen dort fehlen. Und wenn du darauf keine Antwort weißt, nun, dann kann dein Berater zwar mitkommen und der kann es erklären, aber je mehr der Berater spricht und weiß, desto schlechter für dich bei einer Antragstellung der Fördermittel oder der Bankkredit. Kommen wir nun zum 5. Punkt. Und der ist wichtig für deinen Cashflow, für deine Liquiditätsplanung, dass wenn du dir hier Berater suchst oder Templates kaufst oder bestellst, dass dich das nicht zu viel kostet. Und die gute Nachricht ist, das kannst du möglich machen durch Beratungskosten, Fördermittel. Es gibt also Fördermittel dafür, dass du deinen Businessplan so erstellst, dass er vollständig ist, dass er überzeugend ist, dass alle Risiken auch bedacht worden sind und dafür Lösungen geschafft worden sind und dass sichergestellt ist, dass du genügend Geld eingeplant hast in deinem Finanzplan. Und ich schlage dir jetzt 1, 2, 3 Förderprogramme vor und deine Aufgabe ist dann vielleicht auch vor der Beratung diese schon zu beantragen, denn Rückwärtsförderung ist meistens ausgeschlossen. Kommen wir nun zum ersten Fall. Du bist noch gar nicht selbstständig. Du hast keine Gewerbemeldung. Du hast keine Freiberuflichkeitsanmeldung. Du bist also noch gar nicht unternehmerisch existent. Und da gibt es seit neuem ein Förderprogramm, was auch dort bis zu 80 Stunden der Beratung fördert, das alles abzubilden. Und dieses Programm kriegst du mittels eines AVGS, eines Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheins. Und ich habe hier in diesem Kanal auch ein extra Video dafür gemacht. Du brauchst also nur einen Berater, der zertifiziert ist,
so wie die X-Group oder andere. Und zweitens gehst du zu deinem Sachbearbeiter und stellst den Antrag auf einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein für 60 bis 80 Unterrichtseinheiten, die du dann mit dem Berater nutzen kannst, um die Templates so zu gestalten, dass das zum Schluss fertig ist. Nun, einziger Nachteil bei dem AVGS ist, bei dem übrigens 100% der Kosten getragen werden, dass es eine Ermessensleistung ist. Das heißt, ein Sachbearbeiter kann sagen, heute habe ich aber gut gefrühstückt, sage ich ja. Oder er kann sagen, nein, ich habe schlecht geschlafen, sagt er nein. Das ist also eine persönliche Ermessensleistung. Deshalb stelle ich dir noch ein zweites Förderprogramm vor, was sehr wahrscheinlich zu 99,9% immer bewilligt wird. Dieses zweite Förderprogramm, das läuft über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, also das Amt, das BAFA genannt. Und BAFA verwaltet ein europäisches Förderprogramm, womit du 2 bis 6 Beratungen dir fördern lassen kannst. Ja, du hast richtig gehört, du kannst 2 bis 6 Mal im Durchschnittsvolumen 3.000 bis 4.000 € pro Beratungseinheit kannst du fördern lassen. Also wir sprechen von Beträgen so ungefähr um die 20.000 € im Laufe deines gesamten unternehmerischen Lebens. Nun, wie stellst du hier den Antrag? Das machst du auch wieder. Du brauchst einen Berater, der zugelassen ist, wie zum Beispiel X-Group oder andere Berater, und dann stellst du mit dem gemeinsam online einen Antrag und du brauchst dafür aber eine Gewerbeanmeldung oder eine freiberufliche Selbstständigkeit und deinen Personalausweis und dann geht's los. Und das Gute ist, du kriegst hier eine Förderung zwischen 50 bis 90% aller Kosten, die anfallen, um das abzubilden. Und das ist die gute Nachricht heute auch. Das heißt, es lohnt sich, Berater zu suchen, Template zu suchen, die richtige Struktur zu wählen und du kriegst sogar noch die Finanzierung obendrauf. Kommen wir nun zum letzten Punkt. Als letzter Punkt möchte ich dich noch einladen, mehrere Berater zu prüfen. Du kannst zum Beispiel bei uns gerne über einen Gutschein, der gleich im Anfang kommt, ein kostenfreies Erstgespräch beantragen. Gleich unten hier findest du einen Link und dann hast du 45 Minuten Zeit. Dein Konzept uns vorzustellen und auch eine erste Einschätzung zu bekommen, ob es Sinn macht und wir dich auch begleiten können und auch die Kapazitäten haben. Das Zweite ist, wir prüfen dann auch, ob es grundsätzlich Fördermittel gibt, dein Vorhaben zu bewilligen. Und das Dritte, was wir dir auch zum Abschluss des kostenfreien Erstgesprächs sagen können, ist, ob es dafür Fördermittel gibt und du antragsberechtigt bist. Nun, und das kannst du gerne tun jetzt. Du kannst gerne den Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch, unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal. Thank you.